Das Kabinett hat heute Vormittag den Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz für den Corona-Herbst gebilligt. Der Bund verzichtet darin auf Lockdown-Maßnahmen sowie Betriebs- und Schulschließungen. Im Fernverkehr mit Bahn und Flugzeug wird eine FFP2-Maske vorgeschrieben. Dies gilt auch für den Pflegebereich und das Gesundheitswesen. Zudem wird dort eine Testpflicht eingeführt. Die Länder entscheiden über eine Maskenpflicht im Nahverkehr oder Innenräumen. Ein Test oder eine frische Impfung kann von der Maskenpflicht aber auch befreien. Jetzt wird der Bundestag über das Gesetz beraten. Es könnte dabei aber auch noch zu Änderungen kommen.